ziemlich teure, der Monsterbau, genau, ermöglicht dir den Raum, eine Minotaurus- oder Trolliton-Einheit zuzuteilen, was dir der Raum erheblich stärkt. Während er besetzt ist, lockt der Monsterbau Helden an. Außerdem verdienst du 10 Schätze pro Minute. Der Bau des Monsterbaus erweitert außerdem deine Schatzkapazität. Jo. Der ist also schon mal recht gut. Wenn ich einen Tauren oder so hätte. Gucken wir mal, was für Gebäude müssen wir eigentlich noch freischalten. Nicht Evolution. Da wollte ich gucken. Nur den Kerker und das Arcadium. Das heißt, theoretisch könnte ich die Spelunke, die da, einfach so hier irgendwo hinsetzen. Hier oben am besten. Ich glaube, ich grab mal den Raum frei und mach die Rattenmenschen da tot. Und dann schicke ich meine Trupps mal was futtern. Währenddessen gucke ich mal kurz Extraktor. Ah, brauche ich erst 5 Helden zum Extrahieren. Und ich habe die Schmiede ja eigentlich schon freigeschalten. Die müsste ich als nächstes mir dann holen. Hier komme ich hier hin. Hier ist irgendetwas. Ah, hier kann man von hier aus hingraben. Aber hier kommt man irgendwie noch nicht rein in die Farm. Das sieht aus wie eine Scheune. Der Keller von der Scheune. Also entweder ich mache einen Spot nochmal zum vierten Spot, um nochmal Materialien zu beschaffen. Oh, meine Speere ziehen gerade ein bisschen Prügel. Nein, die Kiste, die lasse ich nochmal verschlossen. Ich schicke euch alle erstmal wieder hierher zurück. Pack dich in den Squad und schick euch Essen. Und dann schick ich euch los, Materialien beschaffen. Erstmal wieder Pilze umwandeln. Ich brauche eine Schmiede. Wo bist du denn, Schmiede? Für wie viele Überfälle gibt es eigentlich den nächsten Punkt? Muss ich mal kurz gucken. Für 5. 5 kriege ich noch nicht ganz so gut hin. Obwohl ich kann die beiden, die drei hier überfallen, dann bin ich auf 5. So, ihr seid satt. Also beschafft mir mal Materialien. In den kann ich wirklich nirgends reingraben. Auch gut. Überfall erfolgreich. Okay, wie grabe ich in den Raum am besten rein? Hier Lagergang oder hier einfach hoch? Ich denke mal, hier einfach hoch geht genauso gut. Spelunke? Nein, zuerst hätte ich gern eine Werkstatt. Ja, hier klingt gut. Und dann mache ich hier noch einen Durchgangsweg. So, für die Spelunke baue ich nochmal 37. Jo.
Das ist ja auch eigentlich kein Problem. Die Spelunke mache ich am besten neben dem Trainingsraum. Grabe ich hier so rein und baue da die Spelunke hin. Ah, 20 Pilze in 5 Material. Und noch zweimal. Und dann kann ich die Spelunke so hier hinsetzen. Ha. Oh, und meine Bevölkerung an Arbeitern lässt langsam nach. Demonum Explosio. So, ich habe genug für den Recken. Dann wird er gleich mal geordert. Okay, Recke kostet mich schon wieder Materialien. Also überfallen wir mal noch den Materialienort. Werde ich mit Baal weitere... Adava Kedavra! Arbeiter beschwöre. Na, viele Gegner gibt es hier nicht mehr. Und dann kann ich auch demnächst die Schatztruhen hier und da drüben plündern. Wobei die hier muss ich aufpassen. Die sieht aus wie die, aus denen die Albino-Ratten kommen. So, ich habe wieder 2 Punkte. Das heißt, ich sollte jetzt erstmal Waffen und Rüstungen freischalten. Und nochmal Materialien konvertieren. So. Kerker brauche ich eigentlich keinen. Heroes are entering your dungeon. So kann ich auf alle einen Extraktorbefehl setzen. So. This hero is toast. Ja, sehr schön, dass der Hero toast ist. So, du kommst erstmal wieder da drüben rein. Wir haben genug Materialien für 2 Recken. Jetzt müssen wir auch langsam mal wieder Pilze sammeln. Gehen. Yay, wir kriegen Punkte. Ich weiß nicht, was soll ich als nächstes, das Arcadum freischalten, damit ich mehr Mana habe. Und dann sehen wir weiter. So, Recke. Recke. Trainieren, trainieren. Das Ding hier besetzen. Noch ein Imp rufen. Beziehungsweise ein Arbeiter. So. Gucken wir mal, das Arcanum fehlt noch. Wo könnte ich das noch hinsetzen? Hier unten am besten. Arcanum kostet 56 Materialien und ist noch nicht mal freigeschalten. Auch gut. Ich würde am liebsten hier zumachen und alles hier rüberlaufen lassen. Aber Wände bauen kann ich leider nicht. Oh, ich kann aber die Spelunke schon mal besetzen. Dort kann ich auch noch keine neuen Einheiten, nur freischalten. So, da würde ich mal sagen, ich statte Squad 1 jetzt erstmal mit Rüstungen aus. Gut. Oh, hier sieht man sogar, dass da in der Werkstatt die Rüstungsupgrades ablaufen. Und ich finde, Werkstatt reicht auf jeden Fall eine einzelne aus. Weil so oft muss man gar nicht Rüstungen upgraden.
Hey, es hat gereicht für den für Sarkanum. So. Ihr habt 55, ihr 49. Das ist jetzt nicht ganz so viel. Aber ich denke, für den Feuerbarkeeper, den wir hier jetzt gleich töten, reicht das. Genau. Der gibt uns jetzt noch mal 15 Schätze, oder? Ne, nur 10. Okay. Auch gut. Du kriegst auch gleich mal ein Waffen-Upgrade. Ein Punkt hätten wir. Damit könnten wir jetzt Tränke für Ball freischalten, aber nee, die hebe ich mir mal auf für... Genau, für Frieden und Beute. Ah, wir haben schon mal wieder 2 Punkte. Also Frieden und Beute will ich definitiv als nächstes haben, dass wir einen kontinuierlichen Ressourcenzufluss haben. Deswegen schicke ich jetzt erstmal wieder meine Trupps auf Materialienjagd. Hier gibt es nicht ganz... Okay, ich nehme es zurück. Ich wollte sagen, hier gibt es nicht ganz so viele Überfallsorte, aber sind doch mehr als genug. Hey, Kleriker. Tschüss, Kleriker. 56 brauche ich für das Arcanium, gell? Ja. Also sollte ich hier schon mal 6 Materialien bereithalten. Und das setze ich dann hier unten hin, das Arcanium. Wo wollte ich eigentlich die zweite Küche hinsetzen? Hups. Ah doch, die Küche setze ich da hin. Das Arcanium setze ich dann hier oben neben die Gambling Hall. So, da sind ja die 56 Materialien schon. Warten wir, bis der Gang ausgehoben wurde. Oder machen wir es einfach gleich so. Eins fehlt noch für die Fähigkeit, für die Forschung. Ein Punkt. Deswegen schicken wir Trupp 1 gleich nochmal los. Noch mehr Materialien beschaffen für Rüstungsupgrades. Wenn dann alle beiden Truppen abgegradet sind, machen wir den Raum hier leer. Währenddessen können wir schon mal langsam in Richtung von dem Raum hier graben. Und irgendwo in Richtung von dem Raum hier. So. Zweite Küche wollte ich da irgendwo hinstellen. Hier drüben, da nimmt sie nicht so viel Platz weg. Eine zweite Küche werde ich auf jeden Fall brauchen bei den Truppen, die ich nachher wieder ausheben will. So, ich habe wieder einen Überfallerfolg. Sehr schön. So, jetzt habe ich genug für Frieden und Beute. So. Das ist mal erledigt. Jetzt wird Squad 1 erstmal vollständig abgegradet. Und dann Squad 2 so gut es geht. Immer erst die Rüstungen, weil je länger sie stehen, desto länger können sie draufhauen. Und dann schicken wir die Trupps mal zum Essen. Ach, ich kann ja einfach nochmal Pilze in Materialien umwandeln. So, dann kann ich auch dem letzten die Axt, die Waffe, das Waffen-Upgrade kaufen. Jo, die Upgrades gehen zum Glück relativ schnell, deswegen ist das okay. Und dann werden wir uns mal den Raum vornehmen. Und dann haben wir hier eigentlich nicht mehr viel. Oh, den Raum sollten wir auch noch besetzen, dass wir mehr Mana kriegen.
Rupp.